Das mit der richtigen Päcklesuppe hat aber gedauert bis zum Frühjahr 1880. Also letztendlich 10 Jahre sind vergangen, bis endlich die richtige Mischung auf dem Markt war. Und jetzt plötzlich sind die beiden Brüder vor ein anderes Problem gestoßen, an das sie bisher gar nicht gedacht haben. Wie soll diese Suppe heißen? Also nur Päcklesuppe? Na gut, das wäre im Schwäbischen schön, aber in Norddeutschland verstehen sie das nicht. Also es muss ein zündender Name her, wo die Leute das sofort begreifen können, was sie da anbieten. Und nachdem man das eben bisher jahrelang vermieden hatte, darüber nachzudenken, ist es natürlich jetzt umso drängender. Jetzt zerbrechen sie sich wochenlang die Köpfe, wie soll die neue Suppe heißen? Also nur Gemüsesuppe, einen schönen Namen muss das Kind schon haben. Und es muss etwas sein, in dem irgendwie die ganze Botschaft drin ist, weshalb wir überhaupt so eine Suppe anbieten. Das heißt, die Leute müssen sofort merken, diese Suppe ist praktisch, ruckzuck zuzubereiten, überaus günstig, nahrhaft und von einer herausragenden Qualität. Ich hab's. Wir nennen sie Victoria, die Siegerin, die beste aller Suppen. Klingt nicht schlecht, Victoria. Ja, aber das wird noch nicht ganz reichen. Ja, und wieso nicht? Ja, jetzt stell dir mal vor, Karl. Du kommst also jemand in den Laden, sieht dort so ein Päckchen stehen, auf dem steht Victoria. Wunderbar, würde sich denken, was bitte soll das sein? Magenpulver, Stärkemehl oder was? Das kann alles sein, nicht unbedingt eine Suppe. Ja, stimmt schon. Also muss noch ein zweiter Name her. Einer, der beschreibt. Ja, dann okay. Dann nennen wir das Ganze doch Suppe Victoria. Damit ist doch dann alles klar. Ja schon, aber weißt du, da fehlt ja immer noch der Hinweis, dass es eine sehr preisgünstige Suppe ist. Und genau das ist wichtig, dass die Leute das sofort erkennen. Dann nennen wir es Sparsuppe, Victoria. Damit ist es doch alles gesagt. Schon besser. Aber weißt du, es fehlt immer noch was. Dieses besonders Praktische, dieses Einmalige in unserer Suppe, das in jedweder Hinsicht Patente. Ja, dann haben wir es doch schon. Wie? Ja, dann nennen wir das Kind genauso, wie du gerade gesagt hast, Patent-Sparsuppe Victoria. Wie klingt das? Und ob Sie es glauben oder nicht, unter diesem bescheuerten Namen sind die ersten Knorrsuppen tatsächlich auf den Markt gekommen und sind sofort absolut durchgestartet. Es war das absolute Erfolgsrezept. Und seitdem ist Heilbronn Knorr. Und Knorr ist immer noch ein Stückchen Heilbronn. Und wenn Sie zu manchen Witterungsumschwüngen nach Heilbronn reinfahren, dann riechen sie schon wieder Heukocker zur Päcklesuppe, ob Nudelsuppe oder Tomatensuppe, man kann es riechen. Also wie gesagt, seitdem ging es ab bei Knorr, aber das entscheidende Produkt hat immer noch gefehlt. Das kam erst 1889, die Erbswurst. Damit war nun das richtige Produkt im Sortiment, das den Namen Knorr in aller Welt berühmt machen sollte. Überall fand die Erbswurst einen reißenden Absatz. Zwar konnte sie jahrzehntelang nur in mühsamster Handarbeit durch extra dafür angestellte Erbswurstrollerinnen hergestellt werden und der Produktionsprozess erforderte hohe Kosten, aber dennoch, der durchschlagende Erfolg des legendären Produkts rechtfertigte jeden Aufwand. Egal in welchem Land der Erde die Erbswurst über die Ladentheke wanderte, überall wurde ihr unvergleichlich guter Geschmack in den höchsten Tönen gerühmt. Und dies, wie gesagt, weltweit. Eine Wurst, die sich in eine Suppe verwandeln ließ. Sensationell. Als ich dann im Jahr 1893 sogar die legendäre Nordpol-Expedition des Forschers Fridtjof Nansen mit Erbswurst und Victoria-Patentsparsuppen aus dem Hause Knorr ausrüstete, war der Durchbruch zum Weltunternehmen endgültig geschafft. Kein Haushalt, der mehr auf die berühmten Knorrschen Päcklesuppen verzichten mochte. Und schon gar nicht auf die legendäre Erbswurst, dank deren Hilfe Nansen sogar den kreografischen Nordpol erreicht hatte. Der hat also tatsächlich gleich nach seiner Entdeckung nach Heilbronn gekabelt. Vielen Dank für die Erbswurst. Dank deren Hilfe habe ich den Nordpol entdecken können. Ohne Erbswurst würde ich jetzt noch irgendwie zwischen den Eisschollen und Eisbären umirren und den Nordpol suchen. Aber dank der Erbswurst ist es gelungen. Ob die Entdeckung des Südpols genauso gelaufen ist mit Erbswurst, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, alle wollten jetzt Erbswurst. Und kaum war die erste Begeisterung ein bisschen runtergegangen, da ist in Alaska der Goldrausch ausgebrochen. Und das ist natürlich so ein Golddigger, eine arme Sau, der muss ja an den Yukon alles Mögliche mitnehmen, auf seinem Rücken im Rucksack. Der braucht ja ein Sieb, der braucht einen Spaten, der braucht auch ein bisschen Platz für die Nuggets, die er hoffentlich findet, aber zwischendurch. Man kann ja auch nicht verhungern, also was zu essen braucht es auch. Und was ist da preisgünstig und platzsparend?
Da gibt es so in Heilbronn so eine komische Firma, die macht eine Wurst, die sich in eine Suppe verwandelt. Also sind Schiffsladungen voller Erbswürste in Heilbronn bestellt worden, die rechtzeitig nach Alaska geliefert wurden. Und dank dieser Erbswurstsuppe konnte dann der Goldrausch am Yukon tatsächlich ausbrechen. Es ist übrigens wirklich wahr, wenn Sie jemals am Yukon waren, in jedem Goldgräbermuseum werden Sie eine Erbswurst finden und die sagen, das hat damit was zu tun gehabt. Und kaum war auch diese Begeisterung verflogen, da ist in Australien eine Hungersnot ausgebrochen, weil irgendwelche Karnickel von Schiffen entflohen sind, die in Australien mangels natürlicher Feinde alles ratzeputz kahl gefressen haben. Und die Leute und das Vieh, alle waren am Verhungern und mit letzter Kraft haben sie dann noch nach Heilbronn gekabelt, bitte sofort Schiffsladung voller Erbswurst bringen und bitte sofort nach Australien. Und in letzter Sekunde sind tatsächlich diese Erbswurstladungen angekommen. Die Leute konnten sich eine gescheite Suppe machen. Und dank dieser Erbswurst aus dem Hause Knorr ist der fünfte Kontinent nicht menschenleer geworden, sondern existiert mit seiner Bevölkerung bis heute. Dank der Erbswurst aus dem Hause Knorr.